alle sehen. Wir haben gehört, wachen auf. Und Sie kennen es alle, von Sebastian Bach. Ich darf Sie im Namen unseres Gemeindepfarrers, Herrn Michael Saris, und des Interorthodoxen Kulturzentrums in unserer Gemeindekirche Kimisitis Nordorko in Alzheimer-Herrenland begrüßen. Wir leben in einer schwierigen Zeit und ganz besonders die orthodoxen Kirchen. Wir haben viele Flüchtlinge, die Stadt hat es schwer, sie überhaupt unterzubringen, und wir wollen endlich ein Zeichen setzen, ein Zeichen gegen Flucht und Vertreibung. Es ist mir eigentlich unverständlich, wie seit 2000 Jahren das so anhalten kann. Kein Mensch will Krieg, kein Mensch will Gewalt, und wir haben alle darunter zu leiden. Und ich möchte Sie alle bitten, doch jeder für sich nachzudenken, was können wir tun? Deshalb setzen wir heute dieses Zeichen mit dem Konzert als Feuer der Hoffnung, die wir nicht aufgeben wollen und nicht aufgeben können. Ich begrüße Sie herzlich, den Herrn Oberbürgermeister, der es heute möglich gemacht hat und ist gekommen, unseren Generalkonsul, den ich wieder begrüße, nicht zum ersten Mal in unserer Pause, doch er steht uns immer zur Seite, wenn wir ihn brauchen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Pfarrer Saris, unser Gastgeber, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Bürgermeister Mücke, sehr geehrter Monsignor Klein, Mitglieder unserer Metropolitan, ich möchte Sie heute herzlich willkommen heißen. Es ist uns eine besondere Ehre, Sie heute bei uns zu haben. Heute sind Vertreter der deutschen, griechischen, armenischen, aramäischen und jüdischen Gemeinden hier. Ziel dieser Veranstaltung ist die Verständigung der unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Wichtig ist, unsere Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen und nicht die Unterschiede. Gemeinsam sollen wir singen und das Feuer der Friedenshoffnung zünden. Ein besonderer Dank an die Vorsitzende des Interorthodoxen Kulturzentrums, Frau Jutta Beurten, die diese Initiative ins Leben gerufen hat. Auf den Weltfrieden. Danke. Indem man auch gemeinsam singt.
lauschen. Musik verbindet. Musik und jedes Lied, den Franz von Assisi gesagt hat, bringt ein bisschen Licht in das Dunkel. Und der heutige Abend kann mit dazu beitragen, unsere Welt ein bisschen heller zu machen. Auch wenn die Gegebenheiten nicht einfach sind. Wir wollen hier in Köln ein Zeichen setzen für ein tolerantes Umgehen der Menschen miteinander, unabhängig von der Kultur, von der Herkunft, von der Ethnie und der Religion. Dass Konfessionen und Religionen, zum Beispiel im Rat der Religionen, miteinander sprechen, sich verständigen, Verständnis füreinander aufbringen. Und der heutige Abend kann mit dazu beitragen, dass wir hier auch das noch einmal unter Beweis stellen, was uns so sehr am Herzen liegt, das Gemeinsame. Und wenn wir das heute zu Beginn der Weihnachtszeit am ersten Advent tun, dann ist das ein Zeichen, dass man das Weihnachten nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Konsum und kaufen müssen, sondern im Sinne einer gemeinsamen Verständigung für die Werte, die uns zusammenhalten. Und in diesem Sinne wünsche ich uns einen sehr schönen Abend. Dankeschön. Thank you.
Obidas-Chores unserer Gemeinde unter der Leitung von Anta Großkatern möchte ich Sie sehr herzlich zu unserer diesjährigen gemeinsamen Konzert in der Kirche begrüßen. Wir sind dieses Jahr zum vierten Mal dabei und es ist jedes Mal eine große Freude für uns, bei unseren griechischen Freunden dabei zu sein und sie für das gemeinsame Vorhaben zu unterstützen. Denn uns verbindet nicht nur das gemeinsame Schicksal, das wir 1915 erlebten, nämlich der Völkermord an den Armeniern und Griechen und Arabern, sondern das gemeinsame Leid der Flucht und der Vertreibung die heutige Türkei und Konstantinopel. Daher haben wir unseren Chor nach einem der berühmtesten Persönlichkeiten dieser Flucht und der Vertreibung genannt, nämlich Komitas.
liebe Schwestern und Brüder in Christus. Der Bonner byzantinische Chor nimmt mit zwei Proben an diesem Konzert teil, den Männer und den Frauenchor. Sie hören schon im Hintergrund das berühmte Kantatchen von Romanos Rhodos, dem byzantinischen Monographen und Komponisten aus dem 6. Jahrhundert. Die Kantatchen sind sehr früh im Vorhang. Eingang des Chors bekommen Sie die Einleitung eines langen und vielspruchigen Gebildes zu hören. Oh.
Lieder in aramäischer Sprache singen, die hauptsächlich über Weihnachten sind. Doch im ersten Lied geht es nicht nur um die Geburt Christi, sondern auch um die Ermordung der Kinder in Bethlehem. Damit wollen wir an unsere Schwestern und Brüder und vor allem an die Kinder, die im Irak und Syrien unter schwierigen Bedingungen